Willkommen zurück zu Earthworld Apes Exodus! Wir sind jetzt in den Sleek-Baracks frisch angekommen und schauen mal, was hier so los ist. Das Ganze ziemlich kriegsmäßig, klar. Ach, da oben tun sie mich beballern. Ich dachte eben schon, wo ist hier der Haken? Tja, Leute, das wird ein Fest, sich hier durchzukämpfen. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach. Oh Mann, ey. Mir schwant das Übelste. Schauen wir mal. Okay, wir müssen zuallererst mal. Bist du wahnsinnig? Wie können hier 8 Millionen Sleeks sein? Das geht doch gar nicht. Aber ich glaube, ich habe es schon verstanden. Boah, muss man da schnell sein, Alter. Schnell das betätigen. Boah, wie schnell muss man sein? So mit den Sleek schlagen, oder was? Also Sleeks zu schlagen, ist es eigentlich, ja, wie soll man sagen? Nie der offizielle Weg. Optional, kann man sagen. Er bleibt da stehen und sagt was. Damit können wir hoch. Quick Save. Du hast nichts gehört, Freundchen. Gar nichts. Kann der andere mich jetzt erschießen? Nee. Du bist also eine Flasche. Langsamer Hund, du. Puh. Ach, bin ich dumm. Ey Gott, das gibt's doch nicht. Oh, was habe ich denn in den Augen? Was habe ich denn in den Augenhöhlen drinne? Manometer. Und Baller. Wir müssen leider warten, bis der linke wieder weg ist. Und du dich nach rechts gedreht hast. Und damit Kamikaze-Attacke. Zum zweiten Mal. Okay, wer zuletzt lacht. Aber das wird gleich der sein. So, schleichen. Dreh dich nach links. Wow. Überlebt. Boah, wie soll man das so schnell machen? Gibt es eine vernünftige Erklärung? Hammerhart? Hammerhai? Ohne Scheiß. Man müsste versuchen, ganz schnell wieder nach oben zu jumpen. Boah. Das geht nicht. Es geht nicht. Fail. Geht nicht. Let's Play Ende. Spielabbruch. Meine Fresse. Das kann doch gar nicht sein. Wie soll das gehen? Zement. Hm. Tja. So vielleicht. Aber okay. Mein Fresse, du bist aber ganz schön aggressiv, ey. Okay, weiter hinauf. Da kommt ein fliegender Sleek, das ist gar nicht gut. Den können wir übernehmen dann. Aha. Wenn wir es soweit schaffen würden. Du bist ganz schön gut. Du solltest... Was sollte er denn werden? Basketballer. Mit Propeller? Coole Idee. Ich wollte jetzt extra ein bisschen hängen bleiben, dass er ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie müssen wir seine Bewegungsabläufe ändern. Komisch. Ich probiere es jetzt einfach so schnell wie möglich. Chuck. Boah, Alter! Der ist viel zu schnell. Und wenn wir ein bisschen jumpen, tut er ein bisschen durchdrehen oder wird er versuchen, mich direkt zu attackieren? Ich glaube, er wird weiterhin versuchen, Bomben auf mich zu werfen. Mal sehen. Huah. Das hast du dir so gedacht. Also mal, wenn der mich bei dem einen nicht kriegt, dann kriegt er mich halt beim anderen. Was soll denn das? Ich versteh's gerade nicht. Macht keinen Sinn.
Dann bleiben wir halt erstmal ein bisschen links. Dass er sich hier hinten orientiert. Komm, flieg mal ein bisschen rum. Irgendwie. Ja, wir können uns auch nicht runterlassen. Ich habe mich jetzt fallen lassen, aber da unten, da sind wir auch Matsch. Das ist zu weit unten. Puh. Was können wir noch versuchen? Ne, wie gesagt, er versucht mich dann. Und tschüss, Mann. Das hat geklappt. Jetzt bist du fertig. Zum Glück ist er zu blöd, Abe von hier zu attackieren. Und ich krieg ihn noch. Kann die Gefahr hier schon mal ausschalten. Upsa. Mit ein bisschen Abstand empfiehlt sich das. Boah. Das bist nur von überaktiver, hey. Mein lieber Scholli, du. Da haben wir noch mehr Kandidaten. Ups. Und mit unserer Schnauze können wir das eher aufmachen. Das habe ich damals nicht gewusst, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Dass auch der Hebel betätigen kann. Und hab mir hier Beine ausgerissen, ey. Okay, das war dumm. Alter, ist es hier eine Pixelaufgabe oder wie? Scheinbar. So, ich glaube, den müssen wir gar nicht töten. Da kann Abe auch so vorbei. Aber wir probieren's. So erledigen wir nämlich beide. Achso, da kommt wieder ein neuer. Okay. Ja, für den Fall, dass wir es vielleicht versaut haben, muss ja immer ein neuer kommen. Solange der mich jetzt hier nicht belästigt, ist das auch in Ordnung. Ist das nicht wunderbar hier? Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Da hat ja keine Gnade mit mir, ne? Okay, du drehst dich wahrscheinlich auch nach rechts. Nee, da dreht sich gar nichts. Nur wenn er Geräusche hört, bestimmt. Wir warten, bis der untere weg ist. So weit, so gut. Granaten. Wir holen uns Granaten. Das geht nicht, das ist doch viel zu assi. Okay, vielleicht klappt's auch trotzdem. Nichts ist los, mein Freund. Da liegt nur eine Granate, die ist einfach so rausgefallen. Oh, er hat mich gesehen. Oh mein Gott. Wie konnte der mich sehen? Plausible Erklärung, bitte. Nichts. Noch weniger. Moment mal, er schießt mich jetzt. Ja, voll mir. Also zuallererst gehst du mal baden. Schwör ich dir. Bitte. Es ist nicht zu glauben. Ich tue jetzt meinen Quicksave laden, damit ich den Kram nicht nochmal machen muss. Und dann werden wir richtig werfen. Pyramide? Warum steht da Pyramide? Jetzt, wenn ich fertig geladen habe, bin ich wieder im Pyramide-Tempel. So weit kommt's noch. Bleib doch mal da stehen. Ihr seid echt manchmal ein bisschen krank. Okay. Dann machen wir das so. Und tschüss, Mann. Genau das. Nicht was fragen. Ich hab gesagt, und tschüss, Mann. Kümmern.
wir uns also in Ruhe um jeden Einzelnen. Okay. Ich habe Geduld. Jung, unverbraucht und vermögend. Wir schaffen das. Du auch. Dann halt du. Okay, das geht auch. Ist vielleicht sogar noch besser. Es sei denn, ich mache das so ungeschickt. Also wenn er nach rechts geguckt hätte, hätte ich in aller Ruhe springen können. So wie ich es die ganze Zeit auch schon gemacht habe. Hm. Warum mache ich es nicht? Spring jetzt einfach schnell. Zack. Es. Hier ist nichts. Geh ruhig mal nachgucken. Du kannst dich ja wieder in aller Ruhe umdrehen. Nein, da ist doch nichts. Da war nie was. Geh sterben. Oh, ein bisschen sehr weit. Aber es hat geklappt. Dieser Bereich ist erstmal gereinigt. Jetzt steht der nächste an. Da unten ist keiner mehr. So kann's enden. So kann's gehen, Leute. Okay, das haben wir eigentlich schon gelöst, kann man sagen. Der Rest ist nur noch Formsache. Dennoch Quicksave. Was? Ich weiß nicht, was... Fuck. Die wird dumm geworfen. Schade, dass wir immer nur eine nehmen können. Mehrere wären von Vorteil. Aber hey. Oh, zu weit oder was? Oh, der geht da nicht hin. Dann muss ich die halt noch ein bisschen anders werfen. Alle guten Dinge sind drei. Voll keine Gegnerrand, ey. Gefällt dir das? Das gefällt dir. Einfach nur noch was? Was gefällt mir denn? Okay. Was ein Krampf, was ein Kampf. Krieg der Sterne, ohne Sterne. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder in einen Bereich mit vier Dingsbums-Dingern. Mit vier. Man kann sagen, kann man. Noch nicht ganz. Ende von Block 0. Sieht so aus, als könnten wir den hier übernehmen. Eine Sorge weniger, aber was ist denn? Wir haben 5 in diesem Block. Ist nichts weiter. Oh, scheiße. Na egal, ist halt tot. So geht's auch. Ich wollte mit ihm eigentlich den Hebel betätigen. Das macht dann halt mal der Ape. LOL. Ich verstehe immer LOL. Alle sind traurig. Ich glaube, ich zeige euch dann mal was. Ich glaube, einer hatte eine tiefe Stimme. Der hier. Hm, ich zeige euch mal was Tolles. Nee, noch nicht. Obwohl, okay, ich zeige euch was. Eine Kleinigkeit. Alle mal so nebeneinander stellen, so. Nur um euch eine Kleinigkeit zu zeigen. Na egal, ich mach Quicksave, weil es ist tödlich. Es sind jetzt nur zwei, die sich da kloppen. So, jetzt mischen sich alle ein. Und sie bringen sich gegenseitig um. Okay, ich sag Schluss damit. Dann hören sie tatsächlich auf. Das wusste ich ja gar nicht. Nein, 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 nein. Eben war der noch traurig. Jetzt hätte er schon wieder... wütend. Boah, wie soll ich denn da die Richtige kriegen? Eben gar nicht. Nein.
dann lässt es bleiben. Weißt du, dann lässt es bleiben. Die helfen mir schon. Ich habe schon genug, um das Rad hier zu drehen. An die Arbeit. Ihr alle. Alle, hab ich gesagt. Werden wir retten. Im nächsten Part werden wir auch die anderen Sleek-Kasernen-Blöcke sehen werden. Bis dann und ciao.